Hallo zusammen. Ich habe mir ja kürzlich auf Netflix die Verfilmung von Harpe Kerkelings Ich bin da mal weg angeschaut. Von seiner Reise auf dem Jakobspfad zur Selbstfindung hat mir gut gefallen. Und dann habe ich mir im Anschluss gleich die zweite Romanverfilmung von ihm geholt. Und zwar Der Junge muss an der frischen Luft. Habe ich mir eben gestern angeschaut. Die Eindrücke sind noch frisch. Was gibt es zu dem Film zu sagen? Er ist traurig und lustig zugleich, zeigt die Jugend von Hans-Peter in den 60er und 70er Jahren im Ruhrpott. Ein bisschen Ruhrpott-Romantik ist auch dabei. Ich habe den Film auch gekauft, weil ich gehofft habe, dass da viel Zeitgeist zu sehen ist aus den 60er und 70er Jahren. Das heißt Mode, Autos. Und das Ganze drumherum, der Besuch der Verwandtschaft, den ich ja schon angedeutet habe in meinem Video über die Delikatessen der Wirtschaftswunderzeit, und genau so ist es gekommen. Der Film ist von Caroline Link, Oscar-Preisträgerin, die hat die Regie geführt, also nach dem Buch von H.P. Kerkeling. Sie hat das ganz gut gemacht. Die Sets waren klasse, diese Ruhrpott-Idylle. Und Kleidung, so wie man sie früher gewohnt war, Pullover in orange-braun mit giftgrünen Hosen. Die Autos der Zeit sind rumgestanden, alle, die man damals so gefahren hat, vom Opel Kadett, Opel Admiral, Ford Taunus, Mercedes-8, R4. Also war alles perfekt gemacht. Auch der ganze, sage ich mal, Flair. Wenn in der Schule das Klassenzimmer gezeigt wurde, die Kinder waren noch brav, haben einen respektvollen Umgang mit ihrer Lehrerin gezeigt. Alles so, wie es früher war, wie ich das selbst noch kenne. Die DVD selber ist natürlich auch wieder ohne Broschüre gekommen. Es ist anscheinend jetzt üblich, dass da kein Begleitmaterial mehr dabei ist. Der Film war gut. In ein paar Einstellungen ist mir ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, wo ich gesagt habe, das war ein bisschen zu viel, too much einfach. Es war einmal die Familienfeier auf der Pferdekoppel. Ich finde, da hat man ein bisschen dick aufgetragen. Oder wie Hans-Peter im Urlaub war in den Bergen mit seinem Opa, mit Joachim Kroll, als man dann praktisch mit einem kleinen Rucksack in der Nacht auf dem Berg Lagerfeuer gemacht hat bei völliger Dunkelheit. Das ist wahrscheinlich Blödsinn, die hätten ja da oben auf dem Berg schlafen müssen, ohne Zelt, ohne Unterkunft. Ich glaube, das waren ein paar so Sachen, die hätte man sich sparen können. Aber ansonsten war er echt guter Film zum Anschauen. Dauert 96 Minuten. Zeigt das schwierige Jugend von Hans-Peter. Autobiografisch. Am Schluss ist er selbst nochmal zu sehen. H.P. Kerkelin in der Abspannszene. Kriegt von mir also einen Daumen nach oben. Kann man sich anschauen. Ist ein netter Filmabend, wenn man den laufen lässt. Das war's auch dann schon wieder. Bis zum nächsten Mal.